Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Tenchu Wrath of Heaven. Was bekommt man eigentlich, wenn man alles auf Großmeister hat? Gab's doch auch bestimmt was Besonderes, oder? I don't know. Aber die Verteilung... Sind die Gegner nur anders verteilt übrigens? Aber wir machen jetzt die zweite Mission. Erledigen Sie den bösen Kaufmann. The mention of Ichigoya's name by Tajima in the bamboo forest was proof that Tokubei had inherited the family business after his father was killed. You must infiltrate the Ichigoya estate and punish the evil merchant. Okay. Wir haben einen Explosivfall, den nehmen wir gleich mit. Eine Wiedergeburt. Warum auch nicht? Glasrohr. Giftreis hatten wir vorhin nicht benutzt, benutzen wir jetzt aber auch nicht. Voilà. Da kommen wir davon zwei und davon eins und das reicht. Ja, genau. Die Gegner tun mir schon wieder... Es gibt schon wieder mehrere Wege, sehe ich gerade. Bogenschützen sehen weiter als andere Wachen, also... Vertrauen Sie Ihrem KI. Ach ja, das ist diese Anzeige mit dem Fragezeichen. Und wir sind schon wieder hier. Und sie sagten ja, es gibt mehrere Wege. Und das heißt, ich werde den Weg benutzen, den ich vorhin gesehen habe. Den ich euch nicht gezeigt habe. Also den habe ich gesehen, aber euch nicht gezeigt. So. Ja. Hallo! Wer hat der Wachmann? Voila! Wachmann AD. War das nicht hier drin? Ich komme hier nicht rein? Wieso? Ah nee, da drin war's. Ich weiß nicht, was mich da erwartet, deswegen schleiche ich nicht. Naja, die toben sich da aus. Wir hätten den Schlüssel wieder klauen. Aua! Wir hätten den Schlüssel da wieder klauen müssen. Für das Türchen. Aber ich sag einfach mal. Nein! Wieso? Wenn man doch einfach hier durch kann. Ich hoffe nur, dass ich genug Gegner kille jetzt. Denn wir sind... hier. Scheiße, wenn man noch nicht weiß, wo die Gegner stehen. Da ist einer. Orientiere ich mich an dem Wachmann? Aber ich hoffe, da steht nicht noch einer. Ich muss höher. Aber da komme ich jetzt nicht hoch. Wie ihr seht, hat man so einen verdammt langen Weg gespart.
verdammt langen Weg. Wenn ich mir viel Ärger erspart, ne? Läuft da unten? Ja, da läuft er. Oh, scheiße, der hat ihn gesehen. What? No! Das kann nicht wahr sein! Er hat noch nicht mal gesucht. Ist lustig. Ach, fuck. I see it passing by. Ich gucke erstmal, ob da zwei sind. Wenn nicht, dann schieße ich keinen Fall. Was? Wer hab ich denn da gesehen? Okay, ich... Fuck! Was? Noch einer! Where are you? Das ist noch einer. Ey. Ah, forget it. Okay, Großmeister können wir vergessen. Weil hier ganz am Ninja-Armee war. Obwohl, naja, es waren ja keine Ninjas. Holen wir uns noch Punkte, indem wir den da töten. Und das habe ich halt bei Dings vermisst. Bei Shadow Assassins, dass man hier Dächer hochspringen konnte und so. Man wurde sozusagen kaum irgendwie... man wurde total eingeschränkt in allem. Okay. Ich gehe natürlich oben rein, weil oben ist immer sicherer. Boah, wir wurden schon so oft entdeckt. Wir können es eigentlich vergessen mit einer guten Ranking. Na komm, lass los. Dieser Move ist meistens dafür, also gut geeignet, um den Kopf abzuschlagen, aber warum sollte man den Kopf abschlagen wollen? Die haben mir doch nichts getan. Noch nicht. Muss immer wissen, wo der tote Winkel ist bei denen. Also Ninjas töteten damals wirklich leise.
Und ich hoffe, dass es mal ein Assassin's Creed im Ninja-Style gibt. So richtig in der Edo-Zeit oder so. Ist der am Schlafen? Ja, der ist auch wieder am Schlafen. Na! Na, was? Was war denn der Mist? Jetzt mal ohne Scheiß! I see it passing by. Das war jetzt wirklich mies. Nee, da kommt kein Boss. Diesmal nicht. Und ich werde danach wahrscheinlich noch eine Ayame-Folge aufnehmen, aber ich warte erstmal, bis die anderen Parts hoch sind. Oben sind. Denn ich will Rikimaru als letztes haben, weil das Finale ist viel geiler. Und danach schalten wir natürlich Teshu frei. Und mit dem haben wir noch 6 weitere Missionen. Und danach spiele ich das Ganze. Vielleicht habe ich sogar noch einen Return of Darkness. Spielstand. Spielstände löschen sich ja nie. Und dann kann ich euch einfach die Mission zeigen. Die letzte. Man muss nicht alles nochmal neu spielen. Ninjutsu Block. Auch sie kann's. Ist da der Schlafe Heinrich? Heinrich? Gesundheit! Und ich habe ihn enthauptet. Boah, sein Kopf! Der ist ja komplett weg! Ich habe ihn gespalten! Das ist eine gespaltene Persönlichkeit. Wenn ich ganz langsam. Nein, ganz langsam entlang schleiche. Keiner ist dahinter. Bestimmt an der gleichen Position wie bei Rikimaru. Natürlich. Die haben viel wie bei Rikimaru gemacht. Nur halt nicht alles. Ich darf nicht zu schnell sein. Letztens hat mich da unten einer überrascht. Der. Normal getötet. Oh, Scheiß. Versuchen wir es erstmal damit. So that's the stone your father searched for all those years. Aye. Just between you and me, it is known as the Jewel of the Earth. Legend says there are 2 more like it hidden somewhere in this realm. He who acquires all 3 will discover power beyond his wildest dreams. Now. That is very, very interesting. I can get you all 3, you know. Huh? Is that a business proposition? Consider it a favor. Kidnapping girls isn't enough, huh?
You must be one of Goda's dogs. Now let's see. Kidnapping, jewel theft, bribery. You two have been bad boys. Guards! Guards! Well, I really should be getting along. Go ahead and run, coward! The blood of this ninja will stain your tatami and will rust my sword. Please, don't kill me! I give you this. I'll give you this. Nehme ich gerne an. Ja, es ist schon leicht mit diesen Gegenständen. Man sollte sie wirklich nutzen. So ist es gegen Bossfights. Aber ich glaube, bei Ricky Mauro gibt es sogar ein Secret Ending. Echigoya, where have you gone? Ach, stimmt ja. Mit ihr war es jetzt noch nicht vorbei. Müssen wir Echigoya noch jagen. Stimmt, da war noch was. Gegner haben sich nicht neu formiert. Die sind noch da, wo sie waren. Ich will die Tür nicht öffnen. Ach ja, muss jetzt dran. Hat auch den Kopf verloren. Sieht auf jeden Fall jetzt besser aus als vorher. Wo ist denn der hin? Echigoya! Ich tue dir nichts. Oh, haben wir ihn gefunden? No, wait, no, wait, don't. We had a deal. No, please. Stop. Sign of that jewel. What exactly is going on here? At last, I finally have. Soon, Goda's jewel of virtue will be mine as well. The time has nearly come, servants. You will enjoy yourselves, I promise. Und natürlich nur Ninja-Profi. Neunmal entdeckt, also ein paar Mal hätte nicht sein müssen. Na gut, nur Ninja auch, okay. Tja,
Dann muss ich nochmal ran. Aber ich beende den Part an dieser Stelle. Ich werde den, ich denke mal, jetzt rendern, hochladen. Dann muss ich nur gucken, welches Projekt, ich glaube Kingdom Hearts, mache ich dafür kurz weg oder so. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zweneter.